Ja, später machen wir einen Break und dann machen wir nochmal sowieso. Komm. Am Nippel. Am Nippel. Hey, so eine Sitze darf man normalerweise nicht bringen. So. Hopp. Hopp, okay. Hopp, perfekt. Wir kennen uns jetzt schon 10 Jahre, weil wir waren zusammen bei Promi Big Brother. Ja. Ich habe damals gewonnen, du nicht. Wollte ich einfach nochmal festgehalten haben. Aber. Dafür hast du eine Challenge verkackt. Das stimmt, aber ich die 100.000 Euro Siegprämie haben es weggemacht. Aber kurz die wichtige Frage, wenn man dich jetzt nicht kennt, ja? Ja. Und man müsste dich vorstellen, wie würdest du dich selbst vorstellen? Mein Name ist Mia Julia und ich bin Entertainerin, Künstlerin, Erotik. Darf man Porno sagen? Ja, bei mir darfst du alles sagen. Darf man geil. Ich habe einen Venus Award als bester Reporter. Ich weiß. Ja. Das ist echt, okay. Ja, scheiß auf Grimme-Preis. So, ja. Ja, und ich drehe mittlerweile auch wieder Pornos. Ach, drehst du wieder? Ja. Ich weiß nicht, ich habe nur den letzten, den ich gesehen habe, war mit Manuel. Manuel. Darf man seinen Namen offiziell sagen? Oggi. Ja, ja. Das war wieder so mein offizieller. Also, ich habe da schon wieder angefangen, aber wir haben halt zusammen nochmal so richtig Kette gegeben. So ein bisschen. Ja, mir hat so ein bisschen dieses. Viele haben gesagt, ja, sie muss, weil wegen Corona und so, schwere Zeiten, also Kohle, keine Blablabla. Bullshit. Also, ich habe ja auch nicht 10 Jahre umsonst gearbeitet. Bist du also, reich? Ich habe auch. Ja. Okay. Hey, direkt beantwortet, okay. Also ich hätte auch einfach chillen können während Corona, aber mir hat es einfach gefehlt. Und es ist einfach so, meine Art als emanzipierte Frau einfach dermaßen zu sagen, fuck you all, ich mach, was ich will. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt einfach, dass ich halt kein Porno mehr gemacht habe. Und ich habe ja nie gebrochen mit der Szene, sondern wir lieben sie ja beide, gell? Die Szene ist einfach großartig. Ich muss sagen, es hat sich ein bisschen geändert in meinen Augen. Weil es war früher so, als ich mit der Venus angefangen habe, waren so die ganzen Darsteller. Also Mikaela ist sowieso, finde ich, die stärkste. Ich glaube, das erfolgreichste Video seid auch ihr bei der Venus, wo ihr Brüste zeigt. Ich glaube, das 5,3 Millionen Views. Aber die Sache ist, am Anfang waren die alle total locker und entspannt. So, weißt du, vor 10 Jahren, vor 12 Jahren, vor 8 Jahren. Und seitdem die aber auch alle Social-Media-Follower haben, war dann auf einmal so ein bisschen Annie Aurora zum Beispiel. Ganz schlimm. Ich kann ja lästern. Okay, du kennst sie nicht mal. Gut, dann hat sie wohl nicht genug Follower. Kennen wir die, Peter? Wie sieht die aus? So rote Haare hat sie. Rote Haare, nee. Und die war dann auf einmal so ein Jahr zuvor noch einen Witz mitgemacht, danach auf einmal so, ich bin Social Media Superstar, weil sie ein paar hunderttausend Follower hat. Da war ich dann so ein bisschen geschockt. Ja, aber das ist doch voll oft so bei Leuten, die irgendwie irgendwann mal Erfolg haben, oder? Ja, aber also die haben sich ja wirklich von den Knien hochgearbeitet. Schau mal, du bist ja wirklich, klar, du bist auch ein bisschen erwachsener geworden. Und ein Star. Und ein Star. Aber trotzdem bist du genauso bescheuert wie damals. Ja. Also positiv gemeint. Ja. Ja. Und ich glaube, ich habe mir auch nicht viel genommen. Und das ist aber wirklich selten. Und das ist wirklich eine gute Eigenschaft. Ich mag sowas, auch bei anderen, wenn ich das sehe. Ey, das ist immer noch eine coole Atze, so wie früher. Das ist einfach nicht einfach, weil ich glaube, es gibt schon so Momente, wo man auch flattern könnte. Aber und dann kommt die Vorsteuer und dann sagt man ganz ruhig, ganz ruhig jetzt erstmal. Aber das ist einfach dann so entscheidend, wie gehst du damit um, wenn man dir auf einmal was in die Hand gibt, weißt du? Aber wenn dein Karriereweg war ja, du hast angefangen mit Pornos? Ja. So, dann, wie ging es weiter? Also besonders zu der Zeit, wann hast du angefangen? Ich hatte meinen ersten Dreh 2010. Das sind 13 Jahre her. 2010 erster Dreh. Wie war die Entwicklung? Weil jetzt eine Zeit lang, oder sagt man vielleicht immer noch, warst du ja die Malle-Queen? Mhm. Du bist Bierkönig, wa? Ah, ich bin Megapack-Fan. Naja. Naja. Haben wir beide wenigstens im Video genannt. Du bist halt ein bisschen versnobbt, aber ist okay. Und dann warst du, okay, du machst Pornos, dann warst du eben natürlich. Warst du sehr beliebt bei deinem Porno? Ich weiß es nicht. Also ich war damals. Das Aushängeschild für Magma Film. Und Magma Film war damals Deutschlands größtes Label. Mittlerweile gibt es diese großen Labels ja alle gar nicht mehr. Durch Internet und tralala, durch diese Umstellung. Aber damals war Magma Film größtes Label und da war ich das Aushängeschild. Aber und somit natürlich auch eigentlich innerhalb von kürzester Zeit kaboom einfach da. Okay, weil du jetzt so gut deinen Job gemacht hast oder wegen deinem Aussehen? Ich weiß es. Also, wie wird man guter als männlicher Pornodarsteller, denke ich, wirst du gut, weil du einen riesen Lümmel hast? Nö, muss gar nicht. Schau dir Conny Dax an. Der hat einen schön gediegenen. Er ist nicht zu groß, auch nicht zu klein. Er ist wirklich einfach perfekt für den Hintern, weil. Okay. Das sagen die alle. Frag bei der nächsten Venus Mädels, die mit Conny Dax. Ich wollte eigentlich nach den Jobs fragen, der Darsteller, aber so frage ich halt Conny Dax. Ob in meinem. Also wirklich, sag ihm einen schönen Gruß und frag einfach mal, hat mir Julia recht, dass Conny Dax den richtigen. Okay. Wenn die meisten sagen ja. Okay. Also und ich meine, geht auch mit Größe, ist auch gut, aber bei ihm ist es so. Komm, dann stelle ich direkt die Frage, ist die Größe wichtig?
Also. Du hast so gelacht, als wenn du einfach nur Ja sagen wolltest, aber denkst jetzt so, ah nee, nicht, dass die Hälfte meiner Follower nicht. Nein, nein, ach nein, Blödsinn. Also ich finde, erstens mal kann man gar nichts dafür, was er in der Hose hat. Ja. Eine Frau kann sich operieren, weißt du, Brüste kleiner, kann man größer, sich nicht hier auch so auch Fleisch immer, rausnehmen lassen? Und dann geht auch, aber so einfach ist es halt nicht. Okay. Ja? Also ist natürlich möglich, aber es ist nicht so einfach. Also nicht so einfach wie eine Titten-OP, sag ich jetzt mal. Ja? Und ich finde es einfach fies, weil Frauen sind die Ersten, die schreien, der hat mich gehatet, weil ich zu kleine Brüste, zu große hängt oder weiß Gott was habe. Ja. Aber Männer kann man immer schön draufhauen. Das finde ich auch nicht fair, weißt du, so. Wirklich, ich bin echt so ein Männerverfechterin, weil ich einfach sage, die tun mir leid. Weil du kannst nichts dafür, ob du so einen hast oder so einen hast, ja. Und es gibt auch Männer, die sagen, ey, ich habe einen zu großen, ist auch eine Strafe. Also ich habe einen Bekannten, der hat halt einfach wie so einen Unterarm. Ich finde es schon gut, du kannst mich ruhig beim Namen nennen in der Geschichte. Ich habe da Spaß dran, aber er sagt, ja, aber finde mal Frauen, die daran Spaß haben. Weil krass. Die meisten, die haben Schmerzen einfach, ja. Wir haben eigentlich über was ganz anderes geredet. Ja, genau, du bist mir beim Magma-Film hochgegangen, steil. Ja. Sind die ganzen Großen kaputt gegangen, einfach weil die haben ja damals Millionen gemacht und irgendwann durchs Internet weißt du ja genau, ich brauche gar keinen Großen mehr, ich kann alleine das Geld machen. Porno allgemein ist nicht einfach. Viele denken da so, ja, ist ja nur ein bisschen hier rumvögeln und so. Ist ja eigentlich total easy peasy. Aber rede mal mit einem Kioskbesitzer in Berlin. Ich meine, wie viele Kioske haben wir, ja? Und da ist es auch nicht einfach geschenkt. Entweder hebst du dich dann ab, weil du irgendwie anders bist und einfach ein Geschäftsmann, Geschäftsfrau bist, ja? Einfach diesen Fleiß auch hast und keine Ahnung was. Und darum ist es halt nicht automatisch, nur weil du irgendwie eine Szene hast, die gerne konsumiert wird, heißt es nicht, dass du damit sofort belohnt wirst und bei den Großen mitspielst. Ja? Hat man auf der Arbeit Spaß als Pornodarsteller? Im besten Fall schon. Also es gibt, glaube ich, schon auch Frauen, die drehen, weil wegen der Kohle oder so. Oder einfach, ist halt ein einfacher Weg, ja, muss ich ja nicht so viel arbeiten, so nach dem Motto, was halt Bullshit ist, weil du musst da genauso fleißig sein, ja. Aber ich glaube schon, dass die meisten Spaß haben. Ich glaube aber auch, viele verlieren den Spaß nach einer Zeit. Okay. So, also ich habe viele Mädels kennengelernt, viele Mädels kennengelernt, die einfach irgendwann nicht mehr so geil waren vor der Kamera, wo das dann auch so abgearbeitet sich angefühlt hat. Natürlich ist es ein Dreh, aber ich möchte trotzdem die privaten Spaß haben. Okay. Weißt du? Ich glaube, es ist auch für die Arbeitseinstellung. Bei dem Job mehr als beim anderen. Ja. Wie ist es denn eigentlich, wenn ich jetzt anfangen würde, ja, und bei Magma Film drehen würde? Gibt's nicht mehr. Ja, okay, sagen wir es. Was hätte man verdient? Also zu wenig. Ja? Ja, die Frage ist, verdiene ich so für, als männlicher, weiblicher Darsteller ist wahrscheinlich, und die Damen verdienen in der Branche mehr als die Männer? Es kommt auch an, wer du bist. Okay, sag mal, na, sind wir da so am 100 Euro für eine Szene oder sind wir bei, ich kann es gar nicht einschätzen. Kurz wieder. Es ist traurig. Ich weiß nicht, also wie gesagt, jetzt macht eh jeder gefühlt selber eine Produktion, wie auch immer. Ja? Aber damals, vor 10 Jahren oder 12 Jahren mittlerweile, war das wirklich übel. Also ich habe, glaube ich, zwischen 3 und... Jetzt lass mich überlegen. Warte, also ich habe im Monat, für das, dass ich ja exklusiv bei denen war, habe ich, glaube ich, 2000 Euro bekommen. Okay. Für diesen exklusiven Status. Einfach nur, du bist nur bei uns und nicht bei uns. Okay. Genau, du bist nicht bei der Firma oder irgendwas. Du drehst auch nicht für andere, sondern halt nur exklusiv für Magma Film. Und pro Szene habe ich bekommen, es war gestaffelt, ich glaube eine Solo, also wenn ich es mir selber mache, waren, glaube ich, 150. Normaler Sex waren, glaube ich, 250. Anal waren, glaube ich, auch 250. DP oder ein Dreier, Vierer, wie auch immer, waren, glaube ich, 300. Boah. Also gar nicht viel. Wenn du jetzt mal überlegst heutzutage, du hast ja auf Instagram eine Reichweite, du nimmst jetzt das Wasser in die Hand und sagst, voll lecker, da kriegst du ja mehrere tausend Euro für. Du hast dich auch hochgearbeitet. Das ist selbe. Okay, dann also, aber trotzdem hast du okay verdient, weil du wahrscheinlich fleißig warst. Nee, also durch die Drehs habe ich gar nicht so viel verdient, weil ich habe ja eigentlich auch nur 10 Filme gedreht. Mehr es waren nicht viele. Es war wirklich so selten, dass ich mal einen Film gedreht habe. Also wenn, dann sind wir dann irgendwie eine Woche nach Ungarn und dann haben wir meistens so 2 Stück auch gleich gedreht. Was war die peinlichste Handlung oder weißt du noch den peinlichsten Satz, den du mal sagen musstest? So, oh nein, Herr Kapitän! Nee, also sowas Dämliches haben wir ja irgendwie nie gemacht. Also Magma Film wollte mich immer so real wie möglich. Okay. Immer so ein bisschen so, zum Beispiel Mias Traum oder so hieß das. Und es war dann so einen Tag begleitet. Also quasi das, wie heute mit Hosen. Sehr gut. Also es war alles sehr natürlich gehalten und tralala. Es war natürlich schon eine gefakte Story, ja. Aber es war nicht, dass ich auf einmal, also sowas total strange, gab es nicht bei mir. Ja. Okay. Okay, und dann war es irgendwann so, okay, du bist wahrscheinlich auf Venus gegangen oder so und die meisten Männer haben dich, kenne ich, cool,
Damals war man ja bloß noch nicht so offen mit so, ey, feiere ich total, sondern eher so. Und wie bist du dann zur Mucke gekommen? Also, mal ganz, warte. Also, die erste Venus, die ich hatte, da kannte mich gefühlt noch gar niemand, weil es so frisch war, okay, dass ich da hingekommen bin und eigentlich wusste gar nicht irgendjemand, wer ich bin. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss jetzt da irgendwie ein bisschen die Werbetrommel ankurbeln. Und da sind doch dann immer so, wir waren bei Happy Weekend, weißt du das noch, dieser Stand? Da waren so Säulen, also diese Traversen. Mit Wasser drin? Nee, einfach diese Metallbühnentraversen. Okay. Ja, okay, ja. Und die Mädels haben eine Show gemacht, da war auch so eine Stange und so, aber das war halt alles zu niedrig. Und die Leute mit 1000 Kameras haben immer die Sicht verdeckt. Und ich dachte mir, jo, da stehen aber so viele, wie erreiche ich die jetzt? Dann habe ich meine High Heels ausgezogen und bin an die Traverse hochgeklettert und habe da meine Dildo-Show gemacht. Damit die ganze Menge mich sehen kann. Ja, ich sag mal so, das erkannt, was das Problem ist und lösungsorientiert. Lösungsorientiert, so nehme ich. Ja, okay. Also das da waren war denn die anderen Mädels sauer, so von wegen, du hast jetzt uns die Dildo. Das war mir egal. Also sicher waren da ein paar dabei, die dann irgendwie zickig waren. Ich hatte auch ein paar, die mich dann gehatet haben und so, ist schon klar. Aber das ist halt immer, wenn du irgendwie fleißiger bist, besser bist, wie auch immer. Oder die gute Dildo-Show machst? Ja, eine gute Dildo-Show, weißt du, nicht versteckt. So, wie viele Dildo-Shows habe ich schon gesehen, wo ich mir denke, ich sehe nicht, ob der drin ist oder nicht. Weißt du, so, ist das jetzt fake oder ist es nicht fake? Und bei mir konnte man halt bis zu den Mandeln hochschauen, wo ich sage, es ist in Ordnung für mich, weil ich mache Porno und dann bin ich zu 100% Porno und nicht so fake, weißt du? Okay. Wenn dann schon, richtig. Alles, was ich anpacke, richtig. Habe ich bei Manu im Video gesehen. Also das muss man nochmal sagen. Auf jeden Fall. Das war ja ein Fail. Ich wusste ja gar nicht, dass der dreht. Na, er wusste es auch wohl nicht. Ja, genau. Ich dachte, wir drehen richtig und er ist davon ausgegangen, so wie immer, er faked. Ja. Und ich habe ihn quasi einfach überrannt. Ja. Ja, ich kenne Manuel gut und wir drehen demnächst auch einen Tag mit Oggi 69, freut euch schon drauf. Aber okay, so, dann. Liebe Grüße. Ja, zweite Venus nach der ersten, wie war die zweite Venus? Warst du da denn schon bekannter? Die zweite Venus, ja, auf jeden Fall, weil in der Zwischenzeit habe ich eine andere Messe gemacht. Das ist wie so ein Wanderzirkus gewesen damals. Eros und Amore hieß das. Und da habe ich mitgemacht und das war eigentlich so mein Hauptgeschäft. Jedes Wochenende in einer anderen Stadt. Über die Sommermonate, glaube ich, ging das in den Winter rein. Und das habe ich jedes Wochenende gemacht. Also es waren am Tag so 4 Shows. 4 Dildo-Shows? Ja, auch Lesben-Show, Dildo-Show, Hat man bei der vierten noch Bock? Oder Peter war ja immer an deiner Seite, dein Mann? Peter war immer dabei. Oder sagt man so nachher drin so, oh Peter, guck mal, bestell mal schon mal die Pizza. Ich gebe jetzt Gas und dann komme ich gleich hinter und mach mal Aioli rauf. Also nachdem ich exhibitionistisch veranlagt bin, hatte ich immer Bock drauf. Und ich wusste ja auch, dass es... Ich liebe es und ich wollte auch immer den Spaß behalten, egal was ich mache. Und ich habe mir immer den Spaß auch rausgenommen. Ich war auch, also ich habe halt immer andere Sachen gemacht wie die anderen. Und dann habe ich immer als wie ich bin Bayerin, ich habe da ein bisschen Probleme. Okay, alles gut. Als wie ich habe da immer ein bisschen geschaut, so was kann ich anders machen, wie kann ich rausstechen und so weiter. Und dann habe ich immer Spaß gehabt. München, die Venus, also wie Venus sage ich, die Messe, die war immer ein bisschen schwieriger. Die ging 10 Tage. Oh. Und wenn du 10 Tage, viermal am Tag, 40 Mal. Das ist schon hart. Da ist man auch körperlich schon an den Grenzen, bisschen, oder? Bisschen, also ja, dieser Bereich war dann schon irgendwann so schön Kamillentee drauf. So. Ist es so eigentlich, das kann ich auch fragen, irgendwann in der Rote-Branche, dass du dann gesagt hast, boah, ich habe keinen Peter heute Abend nicht, ich hatte heute 4 Shows, ne? Ja, gab's auch. Gab's dann auch. Weil armer nach Peter. 10 Tagen, armer Peter. Aber Peter hat es auch verstanden. Und er war ja immer, wie du sagst, an meiner Seite. Und wir hatten auch immer einen eigenen Stand. Also ich wäre jetzt nicht hingegangen, einfach nur als Act, sag ich mal, sondern wir hatten auch immer unseren eigenen Stand dabei, unser Auto. Wir hatten 1er BMW damals und vollgepackt bis oben hin mit Fernseher, mit allen DVDs, mit allen Merch, weil wir halt immer Business gemacht haben. Okay. Ja? So. Wir waren auch zu der Zeit ziemlich pleite, also wir waren ja mal richtig pleite. Was heißt richtig pleite? Ja, wir waren so pleite, dass wir Nudeln bei Peters Mama geschnurrt haben. Okay. Ja. Wie lange kennt ihr euch, dass wir das einmal... Peter und ich, wir sind jetzt seit 2017, sage ich mal. Wow, das tut ihm ja gerade weh. Also seit 17 Jahren zusammen. Seit 17 Jahren zusammen, also 2006, sprich seit 2006 sind wir zusammen und 2009 haben wir geheiratet. Genau. Ich habe ihn verloren. Wow, hast du deinen Ehering noch, Peter? Nein, ich habe ihn hinterher geworfen. Nein, wir müssen das nochmal neu machen. Ich habe meinen, als ich das erste Mal auf Mallorca war, mit Ingo Wohlfall, hat einen Bericht gemacht mit Gina Lisa, Michaela Schäfer, Antonia aus Tirol und ich war dabei. Wow, ich, das perfekte Quartett für RTL. Ich als Schnulli, weißt du, keiner kannte mich so gefühlt. Ich aus dem Porno auf Mallorca gelandet
Und Ingo so, ja, okay, weil ich dich mag. Weil wir halt ein paar Pärchengeschichten gedreht haben. Er hat mich damit hingesetzt und dann ab du ins Wasser. Du mit Ingo? Nee, nur Artikel. Ach so, okay. Wir haben nur Artikel gemacht, nur für die Bild halt. Sorry, Artikel. Dann hätte ich Ingo jetzt mit ganz anderen Augen gesehen. Auf gar keinen Fall. Und schön eingeölt im Wasser und wir sollten dann pausen und ich mache mir im Wasser so und dann merke ich, Flut. Da war er passiert dahin. Öfter. Das ist Betty Taub auch passiert damals, hat's mir erzählt. Da ist er weg. Und irgendwann nach ein paar Jahren habe ich Peters Ring genommen und hinterher geworfen. Ist da. Ungefähr am Ballermann 6. Okay, kann man also vielleicht Metalldetektor finden. und dann war es so, also ihr wart richtig broke und dann Erotik immer mehr reingeballert und du hast gerade gesagt, du bist vom Porno auf Malle gelandet. Wie passiert das? Es ist ja nicht so, dass du, egal bei welcher Diskothek, Megapark, wie König Klopf, sagst, hallo, ich bin Mia Jüe, ich hab jetzt Bock. Also dieses, wir waren broke und dann Porno war nicht so. Also ich hatte schon Pornos gemacht und dann waren wir pleite. Vorsteuer? Wir hatten Gastro. Ah. Und dann kam dieses Rauchverbot in Bayern und das hat uns halt komplett das Genick. Krass. Ja, ja. Und da war eigentlich so, wir haben wirklich 7 Tage die Woche in diesem Restaurant gearbeitet. Und mir war das zu langweilig. Also ich Was hast du da im Restaurant gemacht? Ich habe gekellnert. Gekellnert? Ja. Ah, ich hätte jetzt gesagt, gekocht, wären wir direkt zu mir nach Hause gefahren. Nee, leider nicht. Aber das war super anstrengend, aber ich habe irgendwas für meine Birne gebraucht. Irgendwas, was mich erfüllt. Okay. Weil das war eher Peters Traum. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weil wir ja Swinger sind. Hat Peter gekocht? Ab und zu hat er mitgekocht, aber wir hatten auch Köche. Okay. Also. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, so, yo, wir sind Swinger. Und dann haben wir zufällig eine Pornodarstellerin kennengelernt. So kam das eigentlich, dass ich dann Pornos gedreht habe. Einfach nur als Hobby. Okay. Ich habe nicht wegen der Kohle angefangen, sondern wirklich nur als Hobby, aus Ausgleich, zum Ausgleich zum Restaurant. So. Andere und dann würden sich ein Pferd holen oder ich weiß, Golf spielen. Ich weiß, aber bei mir, ich weiß es nicht. Und dann waren wir eben am Arsch mit Gastro und so. Und das war dann das kleine Zündchen, was noch glimmerte, was uns Geld bringen konnte. Und darum haben wir da dann richtig Gas gegeben, weil ich es ja auch geliebt habe. Ja. Und mich nicht gezwungen gefühlt habe oder irgendwas, sondern da bin ich halt aufgegangen. Ja. Und das haben wir halt dann auch an den Eiern gepackt, im wahrsten Sinne. Ja, das ist bei dir richtig. Wie doll war es so emotional der Rückschlag, dass Gastro nicht geklappt hat oder durchs Rauchverbot? Hat es dich, ja? Es war sehr hart. Wir waren sehr kopfkaputt. Einfach kaputt. Also Peter war wirklich, also er saß irgendwann vor mir und hat gesagt, also es ist auch alles unschön gelaufen und so. Und er saß irgendwann vor mir und hat gesagt, ich bringe dich jetzt wieder zurück zu deinen Eltern. Und ich so, hä, ich bin kein Hund, den du ins Tierheim bringen kannst. Ja, bei mir, das ist nicht gut, ich will, dass es dir gut geht. Oh. So, und da habe ich dann gesagt, nee, die guten und schlechten Tage. Ne? Ja. So, und da wird durchgehalten, egal was kommt. Und ich gehe natürlich nicht zu meinen Eltern. Und da haben wir uns halt dann entschieden, so, okay, jetzt packen wir anders. Nehmen wir dieses kleine glühende Kohlestück noch und versuchen wieder. Okay, hat gut geklappt, Gott sei Dank. Wie oft standest du davor insgesamt, so, bevor Malle und so? Sagen wir mal insgesamt, in deiner Karriere, wie oft hast du schon gedacht, ich höre mit dem ganzen Scheiß auf? Oft. Warum machst du denn noch weiter? Weil ich es lieb, weil meine Fans und auch die Mucke, auch das, also das ist ja wirklich ein Geschenk, sowas zu machen. Und ich will da nicht undankbar rüberkommen. Und wenn ich jetzt irgendwie nachgib, dann ist es ein Aufgeben. Und bei mir gibt es kein Aufgeben. Also auch wenn im Kopf manchmal so ist, so, ey, fuck you. Ich hasse diese Menschen einfach, die mich gerade ficken, also im Bösen ficken, die einfach gerade mein Leben kaputt machen wollen. Da war schon oft so keine Lust mehr darauf. Aber dann ist so diese Teufelshörner fetter, wo ich sage, ihr kriegt mich nicht kaputt. Okay. Ich mach weiter. Du hast aber nie, weil ich meinen Job nicht mehr mag oder weil meine Fans zu viel oder weiß Gott, also das gar nicht. Nicht aus dem Grund. Okay. So einfach nur wegen Widerlichkeit der Menschen. Geschäftspartner vermute ich alles. Auch. Ja. Gibt's auch schlimme Fans? Dann sind sie keine Fans. Also richtige, liebe Fans sind okay. Gut zu einem. Okay. Okay, dann waren wir jetzt so Erotik, alles drumherum. Du warst. Irgendwann hast du den Schwung gekriegt in die Mucke. Mhm. Du hast nur 10 Filme gemacht, wie bist du zur Mucke gekommen? Wie bin ich zur Mucke gekommen? Oh Gott, lass mich überlegen. Also ich muss jetzt nicht wissen, dann kam der Ingo und der hat dann eine Note geschrieben und Nee, also ich habe damals Lorenz Büffel und Ike Hüfgold kennengelernt. Ah, okay. Durch Musikvideodreh. Ah, wo also, du eine Hübsche im Hintergrund genau, warst. Genau, die haben einfach eine kleine Blondine gebraucht, die da süß rumtanzt und ich war Carmen. Es war so ein Song. Es ging um Carmen und ich war Carmen. Okay, Carmen. Und dann hat Lorenz Büffel zu mir gesagt, du bist eine Rampensau, du solltest auf die Bühne gehen. Und ich sage, nee, du lass mal, gar keinen Bock auf singen. Ja. Ich fühle mich schon wohl, was ich da mache. Ich möchte jetzt kurz, Depp, Lorenz Büffel, mega Typ. Der hat dafür gesorgt, dass Carmen, aus Carmen Mia Julia wird. Krass. Der hat, also nicht nur er, sondern also ich war, er hatte mich, also es war das Musikvideo.
kurz darauf war Megapark Opening. Ja. Dann hat er mich eingeladen und ich war tatsächlich das allererste Mal auf Mallorca. Okay. Im Megapark. Aber nicht auf, also nicht auf der Bühne, sondern auf der Bühne als Gast. Ich habe ja nicht gesungen, sondern ich wurde einfach nur für den roten Teppich eingeladen, weil ich auf der FHM damals war auch. Und er hat gesagt, perfekt, das ist ein gutes Argument, so kann ich dich reinholen und ich will, dass du die Szene kennenlernst, weil du eine Rampensau bist. So. Dann bin ich da hingedackelt, habe mir gedacht, ja gut, 4 Tage Malle, geil, ich war noch nie da, schauen wir uns mal an, den ganzen Bums. Ja? Und dann waren wir eben im Megapark und nach diesem Opening, roter Teppich, Gedöns, die ganzen Medien, egal wo wir hingekommen sind, die 4 Tage, was sind deine Songs, was singst du, was machst du, wer bist du, bla bla bla. Ich meine, ey, lass mich in Ruhe, ich sing gar nicht, ich chill ja einfach nur, ich bin einfach nur ein bisschen da und ein bisschen sexy, ein bisschen süß, weißt du so. Und dann war damals die Bookerin aus dem Bierkönig, habe ich kennengelernt durch Zufall. Und sie hat gesagt, sing. Und ich so, nein. Ich habe mich wirklich geweigert. Ich so, nein, Leute, was soll das? Ja? So, was, warum soll ich das jetzt tun? Irgendwann hat dann Sat1 bei Peter angerufen. Ja, wir würden Amir dann gerne beim nächsten Auftritt begleiten. Und ich höre ihn so, ja, das können wir auf jeden Fall machen. Gar kein Problem. Und ich so, bist du wahnsinnig? Abbruch? Was für ein Auftritt? Kriegen wir schon, kriegen wir schon. Okay. Er dann rumtelefoniert damals eben mit... mit der Bookerin von der, vom Bierkönig, dann mit Ike Hüfgold, weil der ja damals auch schon sein Studio hatte und so. Und die haben mir dann geholfen, so ein kleines Set zusammenzubauen. Natürlich Cover-Songs. Ja, klar. Dann kurz danach kam dann Oh Baby, der erste eigene Song und so. Und ich war das erste Mal dann auf der Bühne im Oberbayern. Also irgendwann Mitte des Sommers. Ja. Also, keine Ahnung, Mitte des Sommers. Und ich habe es gemacht, das erste Mal stand ich auf der Bühne und ich habe mich direkt verliebt. Und hab mir gedacht, das ist schlecht, was du hier machst. Das ist so Katastrophe, was du hier machst. So geht das auf gar keinen Fall. Und da war schon wieder der Ehrgeiz da, das kannst du besser. Ah, okay. So, und ich habe mich halt sofort auch in die Szene verliebt. Ja? In die Leute, in die Stimmung, in diese positiven Vibes einfach. Weil einfach jeder hat gute Laune. Ja, das stimmt. Ja, das ist so. Selbst die Arbeitsamtmitarbeiterin macht da mal ein Tornado, muss man ja ehrlich sagen. Also halt dich mal fest, in die Erotik bist du damals reingekommen, der, durch eine Pornodarstellerin, so ganz normale Jobweiterempfehlung. Genau. Dann ging leider das Restaurant pleite, ihr habt da weitergemacht und dann warst du durch, am Ende durch Sat1, Lorenz Büffel und Ike Hüftgold bist du in die Musikbranche gekommen. Peter immer mal Hintergrundmanagement. Peter hat immer Vollgas gegeben. Und als du das erste Mal auf der Bühne warst, hast du dich total verliebt. Genau. Und das dann war auch bei Promi Big Boss, so, als du mich gesehen hast, hast du mich angeguckt und direkt... Genau. Das weiß ich noch, das war mir so unangenehm. Brüderlich verliebt, ja, brüderlich. Das war... Also, die Penner wollten uns die ja, wollten, dass ja, wir sowas andichten. Die haben ungelogen, die haben eine Folge gehabt, wie die dann so romantische Musik drunter legen. Rainer und der dann Penner. So alles so schön milchig und so, ja. Einen Scheiß, das war einfach nur wie so ein kleiner Bruder. Und wir wussten beide schon damals, der Wendler ist ein Assi. Ja, natürlich. Dann vor 10 Jahren wussten, haben wir schon, der Wendler ist ein Arsch. Und waren schon frech zu dem und haben gestänkert, wo alle noch gesagt haben, ach Michi, komm, genau. Der Penner. Genau. Geil. Trottel. Ja, stimmt, mit dem habe ich richtig gestritten noch damals. Ja. Und ich, ach, der Penner, egal. Ja. So, und dann Malle, und das ist ja, der Rest ist ja eigentlich schon Geschichte, weil ich kannte dich ja bei Promi Big Brother nicht, muss ich sagen, du kamst rein. Ich dich auch nicht. Ja, ist ja neben, ich kannte keiner. Ich glaube, die dachten, hey, was, hat sich der Praktikant reingesetzt? Was ist da los? Und der Rest, darüber reden wir später. Das ist das Wohnzimmer und das da hinten ist das Schmollzimmer. Was ist das Schmollzimmer? Ja, wenn man schmollt, dann kann man auf die kleine Couch rübergehen und dann ist einer hier und einer schmollt. Schankt ihr euch oft? Nein. Aber was ist denn das für eine Gangbang-Couch?